Fans vielleicht? Ich weiß es nicht, aber wir müssen uns jetzt erstmal auf den Shoutcast konzentrieren, glaube ich, an dieser Stelle. Also, wir starten in das Match. Auf der roten Seite Made in Meta. Und das rein deutsche Team. Auf der blauen Seite haben wir TCG mit Hellsynthesizer, Rom und den Allstars, könnte man eigentlich einfach sagen. Wir schauen in den Split und werden wahrscheinlich Rom zum Closepoint gehen sehen. Genau, den Weitläufer. Auf der anderen Seite übernimmt das Teja, der Elementalist. Der Rest konzentriert sich hier so ein bisschen auf den Weg zur Mitte. Es wird gestealth von MAM. Also sie probieren da vielleicht wirklich ihren Standard-Opener auf Tage mit dem Moor. Da kommt der Moor, wurde geblockt, aber der Damage reicht auch so. Ja. Um ihn da down zu bekommen. Genau, und wie du da im letzten Match schon gesagt hattest, vielleicht haben die einen oder anderen da so ein bisschen ein Spike-Flashback. Wir haben jetzt auch den Cap ein bisschen später auf der Seite von TCG. Also schon mal einen kleinen Vorsprung. Und jetzt natürlich auch den Stomp hier für Made in Meta schon. Also damit auch 5 Punkte nochmal geholt. Und der Midfight ist aber trotzdem noch entscheidend. Mit dem Bunker Guardian direkt einmal rausgenommen, hat man natürlich sehr, sehr schöne Möglichkeit, das hier schnell auf seine Seite zu drehen. Aber Tage ist auch durch den Respawn direkt schon wieder bei dem Fight dabei und kommt jetzt nochmal dazu. Na, Sani hat sich sehr, sehr stark auf Sizer konzentriert, der aber ebenso gut immer wieder von einem Punkt zum anderen gekommen ist. Tami hat den Rest Spirit up, kann ihn also gleich benutzen, konnte ihn allerdings nicht für sich selbst benutzen und wird dann von Tage da gestompt an der Stelle. Sam, der Bunker Guardian, bleibt jetzt hier. Rom ist so ein bisschen der ihn gerade bearbeitet, aber auch Hesep und Tage sind noch da. Das heißt, rein von dem Fight in der Mitte geht das jetzt so ein bisschen in Favor für TCG hier, aber es ist halt alles ganz, ganz eng beieinander. Bisher auf beiden Seiten einfach nur ein Stomp, einmal ein Ranger, einmal ein Bunker Guardian. Das war's, ja. Ansonsten tut sich nicht viel, es wird sehr, sehr viel taktiert. Jetzt wird er durchgegangen, Levin geht auf den Farpoint, pusht durch, könnte da schneller sein als Danji. Wenn Danji da nicht zufällig noch einen Flash in der Hinterhand hat, sieht's schlecht aus für ihn. Er hat's, das Fiery Greatsword. Und genau, das hat der Flash, wurde auch schon genutzt und dann ganz knapp noch geschafft. Wir haben jetzt nochmal einen Stomp gesehen. In der Mitte ist Sam jetzt endlich dann doch mal down gegangen, hat seine Cooldowns verpulvert. Wir haben Tami jetzt noch, oder im Spiel genannt Onatha, auf dem Punkt. Und Levin, der ein bisschen Druck auf Haysteth macht, ihn fast down bekommt, aber doch nicht ganz in die Finger bekommt. Und der Stomp auf Onatha könnte jetzt möglicherweise bedeuten, dass der Mittpunkt hier gleich in die Hände von TCG fällt. Das ist natürlich ärgerlich, weil eigentlich der Opener sehr, sehr für MAM gesprochen hat. Jetzt steht Teja da noch auf dem Punkt drauf. Also der Elementalist sollen jetzt so lange neutral halten, bis Sam wieder da ist. Das ist jetzt so ein bisschen Predator E-Sporten, würde ich an der Stelle auch schon fast wieder sagen. Also den neutralen tun mir so leid, Punkt, Jungs. Den neutralen Punkt so lange wie möglich neutral zu halten. Und jetzt halten, ist Sam wieder da. Leuten drauf rennt. Oh, aber Teja an der Seite down und Sam müsste unglaublich viele Cooldowns aufwenden. Haysteth an der Seite. Es wird nicht gestompt, es wird gerest. Wir haben Haysteth hier vorne im Downstate. Wird es noch kommen? Der Damage stimmt nicht ganz. Asani war da noch und wird jetzt selbst gleich down gehen. Teja an der Seite nicht gerestet, wurde auf den Stomp gepocht. Und das könnte ihn jetzt zum Verhängnis werden. Wir hatten auch noch den Decap jetzt durch Sizer auf dem Tempel. Da sind momentan Onatha und Levin beide mit beschäftigt. Und jetzt kommt natürlich hier der Standard-TCG-Move. Sie haben gewonnen, jetzt sehr schön hier nochmal das Refuge direkt geholt. Ein bisschen der Regen ab durch Expo-Finisher. In dem Heal-Feld, was von Tami gestealt wurde. Und in letzter Sekunde... Knapp. Bevor der Punkt gecapped ist, wird dann draufgesprungen. Tamir kriegt da auch noch ein Moor ins Gesicht. Kann sich da bisher ganz gut halten. Es geht darum, jetzt möglichst andere Spieler hier drauf zu bekommen. Da war wohl kurze Unsichtbarkeit im Spiel, denn tatsächlich hat Tamir den Cap bekommen. Und mit der Unterstützung von Asani hier regelt sich das auch so ein bisschen wieder am Close Point. Also MAM hat sich gefasst, hat den Punkt auf jeden Fall wieder unter Kontrolle. Das Ding ist, dass Mitte und Altar aktuell für TCG. Und jetzt ist es Zeit für ein Stillness. Das wird nochmal die ganzen Ressourcen hier um einiges verschieben. Kann die Situation vielleicht genutzt werden, um mal Sneaky auf den Backpoint zu bringen? Und dafür macht sich hier schon Tami so ein bisschen in der Position, um das zu holen. Wir haben momentan noch keine Reaktion von Denshi und der wird möglicherweise auch einfach beschäftigt, beziehungsweise downgebürstet, bis er probiert, dahin zu gehen. Hat Blocken an. Er hat den Buff. Er hat den Buff für MAM. Und das ist jetzt richtig starke. Oh, da wurde er runtergekickt. Von der Shield 5 Ability von Tage runtergekickt. Wir haben den Decap. Wir werden möglicherweise so den Cap holen, weil jetzt wird Rom gleich noch kommen auf den Punkt. Schafft er das rechtzeitig? Nein, er hat's geschafft. Er hat's ganz knapp geschafft, wird aber nochmal runtergefiert. Und der 4 reicht. Der 4 reicht, um den Punkt zu cappen. Jetzt haben sie Stillness und 2 Capture Points. Mitte ist ebenfalls Decap, weil der Tage gemoort war. Das bedeutet allerdings trotzdem, dass jetzt viele, viele Punkte gut gemacht werden. Also die Führung, die sich TCG erst erspielt hat, verpufft nahezu
im Nichts. Wir sind jetzt wieder runter auf die knapp 30-Punkte-Marke. Das wird noch ein bisschen weiter ticken, bevor der Außenseiser den Tempel in die Hände des blauen Teams bringt. Die Mitte, wie gesagt, auch gekappt durch einen schönen Moor auf Tage, der zwischendurch so ein bisschen untergegangen ist durch die Aggressionen, die da am Altar stattgefunden haben. Und ich jetzt muss, haben wir wieder ein ausgeglichenes Match. Ich muss gerade sagen, das war gerade eine wunderschöne Kombination gerade auch. Das Shield halt nutzen. Der Knockback auf der 5 wurde genutzt, um die Leute zu knockbacken, bevor der Engage kommt, damit da nicht noch irgendwas in Sachen Blocken passiert. Aber leider gegen 3 Leute wurde es dann jetzt doch noch zum Ende für Levin. Wir haben Tami von der Seite, der jetzt noch reingeht. Wir haben Asani, der sich zurückgezogen hat auf den Punkt und auch so ein bisschen seine Life-Region da ausnutzen will und wieder aus dem Fight kommen. Jetzt haben wir Rom hier im Target und Rom könnte direkt rausgenommen werden. Ein Spieler down könnte dann natürlich auch den Engage auf die Mitte bedeuten. Rom sieht das genauso und will sich auch direkt zur Mitte retten, um möglicherweise gerest werden zu können. Macht er hier sehr, sehr gut, hat wie gesagt viel, viel Conjury-Move in seinem Bild und bringt dann auch den kleinen Counterburst auf Asani, der da aufpassen muss, eben nicht durch den ganzen Damage vom Kurzbogen down zu gehen. Unten steht der Restgeist von Tamir wieder. Das heißt, falls Asani stirbt, soll er versuchen, da möglichst in der Nähe des Geistes zu sterben. Sehr, sehr ausgeglichen, was jetzt passiert. TCG hat aber alle 5 Leute in der Mitte. Das bedeutet, der Tempel ist theoretisch nackt. Oh ja, und Asani schnappte sich noch ein Greatsword. Ah nee, das war gar nicht seins. Aber mit 191 Life ist er da weggekommen und macht jetzt wirklich das Beste aus der Situation, indem er einfach auf den Decap, auf den Tempel geht. Und da sehe ich, ich habe schon öfters gesagt, die Angriffspunkte in einem Spiel gegen TCG sind die offenen Punkte. Man muss einfach mal, man schafft es vielleicht nicht, die Teamfights zu gewinnen, aber TCG ist halt auch dabei, in den Teamfights dann einfach wirklich alles reinzustecken. Jede einzelne Sekunde. Kriegt Asani den Cap da vor Denshi? Nein, Denshi nutzt den Flash, um noch eben drauf zu kommen. Der Cap wäre natürlich nochmal wichtig für MIM gewesen. Kriegt Asani da vielleicht noch einen Knockback hin oder burstet er Denshi einfach down? Also das ist gerade ein ganz, ganz spannendes Duell hier zwischen den beiden. Solange der Punkt ja, Decap wir müssen ist, aber profitiert jetzt halt auch, MIM davon. Wir müssen jetzt aber auch auf Stannis gucken. In 4 Sekunden kommt Stannis und Tranquility. Tranquility haben wir vorhin schon mal gesagt, alle 3 Punkte in den Besitz des Teams, die den bekommen. Und momentan haben wir noch keine Gegenwehr. Rom kommt jetzt rein. Das wird aber ja, bei weitem nicht. Da kann er locker noch einen Schuss anbringen. Sehr schön die Spinne da nochmal in Angriff geschickt, dass die möglicherweise da einen Schuss abfängt. Aber das wurde dann doch nichts. Stannis, da ist momentan noch gar keiner dran. Also wird sich Stannis einfach ignoriert und sonst auf die Punkte bzw. 2 Leute auf Tranquility bezogen. Ja, das ist halt der Punkt, oder was? Der Punkt, der gerade für MIM hier tickt, ist unglaublich wichtig. Denn sie haben es tatsächlich geschafft, sich langsam eine Führung zu erspielen. Levin setzt jetzt außen noch zu einem Safe-Stop auf Sizer an. Das heißt, weitere 5 Punkte auf das Konto von MIM. Niemand ist wirklich oben bei Stillness. Jetzt geht Levin dahin. Wenn Levin den jetzt bekommen wird, ohne große Gegenwehr, Denshi wird den Decap auf dem Altar ansetzen. Das ist definitiv, und dagegen kann nicht viel gemacht werden. Aber es ist auch wichtig, dass der Buff einfach aus dem Weg geräumt ist. Dass man da eben TCG nicht zufällig noch den Buff bekommen kann. Unten war Tamir kurzzeitig im Downstate. Den haben der. Oh, wunderschön jetzt mit dem Moa. Könnte das jetzt sein, dass der sehr, sehr lower Asani möglicherweise noch Touchdown kriegt? Nein, er kommt raus, bevor er den Burst geschafft hat. Aber auch die Healability auf Asani war jetzt wieder ready. Und der Druck, den er jetzt macht, könnte ihm wirklich zum Verhängnis werden. Rechtzeitig dazu, um ihn da zu beschützen. Und auch sehr schön das Shield dann noch genutzt, um ein bisschen safer zu seiner Seite. Levin auch, aber möglicherweise eine Fehlrotation. In der Mitte hat Sam Hesef gestompt. Denshi musste dahin rotieren, um eben den Cap nicht zuzulassen. Sam schmeißt ihn nochmal vom Punkt runter und Stannis tickt noch leicht im Hintergrund und MRM profitiert jetzt doch nochmal. Wenigstens die letzten Sekunden von diesem Buff. Mitte ist gecapped, Close verlieren sie jetzt, Far ist offen. Also MRM hat noch alle Chancen, oder ist aktuell auch in Führung, hat alle Chancen, diese Führung zu verteidigen. Es darf und halt sehr, sehr guter Move. Es ist natürlich wieder ein Punkt offen. Es ist der Alter und den wird sich Levin holen. Der Midpoint könnte jetzt schwierig werden, aber wir haben die Leute runterdroppen sehen. Wir haben jetzt wieder nur noch 2 Leute da, Denshi und Taye. Also und anstatt 2 Ranger haben sich jetzt 2 Elementalists dahin begeben. Wir werden gleich einen Deep One V1 sehen und Sizer kriegt den Engage. Sizer kriegt den Engage. Normalerweise würde ich behaupten, dass hier dann doch vielleicht die Überlegenheit auf dem Dagger Pistol ist. Aber der Engage ist natürlich sehr viel wert bei Thieves. Die Mitte sieht geklärt aus. Es wurde jetzt auch noch mal gerade die Aggression von Asani auf dem Tempel. Oh, Tage hier sehr knapp an der Seite am Spielen mit dem Point. Es ist sehr, sehr interessant, wirklich die beiden Diebe hier gegeneinander, die sich da jetzt auch chasen. Wer gerade Basilisk Venom ready hat, ist derjenige, der kurzzeitig im Vorteil ist und danach wendet sich das Blatt meist wieder durch den nächsten Engage. Aber Rom kommt jetzt mit dazu und das wird wahrscheinlich das Ende für Levin bedeuten, denn nutzt auch schon Shadow Wave Future und wird wahrscheinlich jetzt einfach vom Punkt verschwinden. Leichte Führung vor knapp 20 Punkten. Nee, wird er nicht. Er will gegen Rom antreten. Das will er hier probieren.
Eine leichte Führung hier von 20 Punkten aktuell für MAM. Gefährlich ist gerade unten, dass Taya im Down-Select, aber Sam ist da. Probiert den Rest anzusetzen, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Trotzdem Shatter Damage steht Sam hier noch relativ souverän. Taya kann auch ein bisschen resen als ein bisschen heilen als Elementalist. Das ist also nicht das Problem. Aktuell profitiert MAM vor allem von der Zeit. Nächster Stannis ist ab. Niemand ist da, diesmal von MAM. Tage allerdings von TCG. Wenn der Stannis jetzt natürlich an Tage geht, mit dem Double Cap, den sie haben, könnte das richtig, richtig bitter werden. Da ist allerdings schon Tamir in der Nähe und setzt direkt mit diesem kleinen süßen Ponybogen dazu an, die eventuellen... The pony is hurt, man. The pony is hurt. Den eventuellen Cap hier zu unterbrechen. Unten an der Seite am Altar wird Levin down gedamaged. Unten haben wir Sam tatsächlich gerade gestompt. Taya muss jetzt ja so ein bisschen aufpassen gegen zwei Leute, den Punkt verteidigen. Jetzt kommt Tamir mit dazu. Die Mitte allerdings dafür offen gelassen. Das ist auch so ein kleines Risiko. Sam wird natürlich gleich das irgendwann respawnen. Sind jetzt auch gerade alle Punkte offen. Alle sind offen, alle sind in Off-Point-Fights beziehungsweise an Tranquility versammelt. Möglicherweise wird sich das jetzt noch ein bisschen aufsplitten. Oh, die Frage ist, für wen? Oh, und das ist jetzt sehr bitter. Wir sind bei der 360-Punkte-Marke. Es ist noch nichts, was nicht wieder gedreht werden kann, wenn jetzt die Caps oder, wie gesagt, Tranquility. Aber da sieht es momentan nicht gut aus für MIM. Denshi und Hellseth sind dabei, Taya hier fast down zu bekommen. Wir haben aber wieder die Unterstützung von Unarthe, der dafür aber auch schon wieder den Midpoint offen lässt. Also das ist hier wirklich ein Spielen mit den Ressourcen der Spieler. Das wunderschön anzusehen hier. Levin kriegt die CD-Cap auf dem Altar. Das nimmt ein bisschen Druck weg, eben durch diesen hohen Punkte-Income vom blauen Team. Allerdings genauso Sizer gerade mit dem D-Cap auf der Mitte. Das heißt, überhaupt kein Punkte-Income mehr für MIM. Die haben einen offenen Altar. Also da wäre auch ein Engage möglich. Was sie allerdings jetzt versuchen, ist unten pushen. Pushen auf Tranquility. Weil Tranquility halt das Ganze drehen könnte. Aber dabei wipen sie. Dabei wipen sie. Taya down. Azani down. Azani wird da wieder hochgeholt. Aber Taya wird so ein bisschen zurückgelassen. Jetzt pusht TCG. TCG pusht auf den Buff. Denshi probiert's, wird es aber nicht schaffen. Da ist Tamir noch da. Und es wird sich jetzt wirklich... Okay, wir haben wieder einen Punkt in den Händen von MRM. Und jetzt ist wieder das berühmte Thief-Duell hier am Laufen. Das könnte auch sehr, sehr entscheidend sein. Wenn Sizer das gewinnt, dann könnte das hier schon das Ende für MRM bedeuten. Es reicht gerade schon der Decap von Sizer eigentlich, um das Ganze ein bisschen sicher zu machen. Aber auch auf der anderen Seite, Taya jetzt... Ja, aber das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass Tranquility durch ist. Tamir unten ist down. Sam. Oh, ist doch jemand in der Reichweite. Sam! Sam hat's geschafft und er ist jetzt der Hero. Wenn er das noch eine Weile verteidigt, wir haben den Midpoint. Nein, der Midpoint muss auch noch decap werden, aber Rom bewegt sich auch direkt wieder runter. Er müsste eigentlich nur auf dem Punkt stehen bleiben. Aber er will vielleicht auch Unarthe oder Tamir direkt da abfangen. Wir haben einen Punkt für einen Kong. Ganz, ganz knapp am Altar hat er nochmal verhindert, dass Sizer den Cap bekommt, was zumindest auch wichtige kleine Punkte sind, die hier TCG flicken gehen. Tamir ist aber schon stehen geblieben. Ich glaube, da ist jetzt die Aufgabe. / Einsicht. Ja, es ist halt so ein bisschen schwer, jetzt aus der Position das tatsächlich noch zu gewinnen. Sizer muss sich ja am Altar rausziehen, den wird Azani voraussichtlich bekommen. Aber das Problem ist der Tempel. Der Tempel wird defended von Tage und der reicht. Jetzt müsste Tage da schon instant weggebürstet werden. Es fehlt allerdings der Moa von Azani und ohne den Moa von Azani kriegst du Tage da nicht weg. Und das sind jetzt auch nur noch 10 Sekunden, dann gibt es noch den Stomp auf Levin. Der verstellt das Ganze nochmal. Stannis geht nochmal in die Hände von MAM. Das war es dann aber auch an dieser Stelle. Also wir hatten zwischendurch wieder diesen Wegfall von TCG, ja? Wir hatten MAM wieder in der Führung. Das ist dieser kurze Einbruch, den wir in den Statistiken, aus der Richtung kommt es eigentlich, der Einbruch in den Statistiken, die wir immer wieder gesehen haben. Aber zum Ende TCG halt wieder stärker. Also es ist besonders, dieser Übergang von Minute, was ist das, 11 zu 12 oder 13? So in diesem Bereich. In den Statistiken war es ab Minute 8. Ja, aber ab 13, zwischen 11 und 13 sind sie wieder stark, TCG. Achso, warte, meinst du vergangene Zeit oder noch auf der Uhr? Nach vergangener Zeit. Achso, okay. Nach 11 bis 13 Minuten vergangener Zeit kommt TCG irgendwann wieder zurück, dann macht es dann wieder Knack. Also bei 8 Minuten brechen sie ein, also im Durchschnitt, bei 8 Minuten brechen sie ein und bei Minute, irgendwo im Bereich 11, 12, kommen sie wieder hoch. Und das ist dann kommen sie immer brutal hoch, richtig brutal. Ja. Es ist aber noch nicht vorbei. Das erste Match geht jetzt an TCG. 1-0 für TCG in diesem Matchup. MIM kann aber noch zurückkommen. Und wir haben vorhin auch gesagt, Silent Storm ist die schwache Map von MIM. Das betonen sie immer wieder. Sie weinen auch sehr viel darüber rum. Gerade Azani. Den Azani-Bash reingehabt. Ja, guten Azani-Bash. Nee, das ist übrigens nicht übel. Wir sind halt sehr, sehr dicke mit den MIM-Leuten. Also...
Wenn wir da irgendwelche Sprüche in ihre Richtung ablassen, dann nehmen die das schon richtig auf. Obwohl, Rom kann man auch immer mal wieder flamen. Obwohl, Rom nicht unbedingt flamen. Rom ist einfach nur seltsam manchmal. Rom macht aber einen ziemlich guten Job da auf dem Überraschend. Auf dem Ranger. Ne, wie gesagt, ich habe eine Menge von ihm schon gesehen, was so in die Richtung Ranger, in der Solo-Queue Ranger, in der Team-Queue und sowas ging. Das war schon immer definitiv nicht seine schwächste Klasse. Ja. Ja. Also er hat jetzt auf jeden Fall halt spezifisch auch darauf trainiert. Das haben wir halt gerade in den Team-Queue-Sachen gesehen, wie du gerade schon gesagt hattest. Ja, und jetzt ist die Frage, also von MIM, wir wissen die Vorlieben. Silent Storm, sie hassen die Map, sie mögen die überhaupt nicht. Auch wenn das unsere liebste Map ist, teilweise ist sie nicht so beliebt bei den Spielern, gerade weil da noch die Probleme rüberkommen. Ich glaube, wenn sie die noch ein bisschen üben, dann könnten sie vielleicht auch Gefallen daran finden. Manche sagen, oh, das ist so viel Randomness, man kann das ganze Spiel dominieren und wenn man Buff dann verkackt, ja, dann verkackt die nicht. Naja, auf jeden Fall muss ich sagen... Sekundärmechaniken, Bitch. Richtig, nice. Ja, wir sind hier ein bisschen offener in dem deutschen Stream gerade. Ja, und ich muss sagen, ich glaube vielleicht von TCG auch nicht unbedingt die Lieblingsmap. Also tatsächlich ist übrigens Niflhel von beiden Teams nicht ihre stärkste. Tatsächlich fühlen die sich beide eigentlich auf Fallfire sehr, sehr wohl. Sowohl MRM als auch TCG. Fallfire werden wir allerdings hier nicht bekommen. Eventuell Kylo, wenn MRM jetzt nochmal richtig auftritt. Kylo ist MRM strong. Richtig, ja. Wir sehen vom Split her Sizer und Hellseth Richtung Mitte, allerdings nicht wirklich in einem Cross. Sam steht da allerdings, um eventuell einen Cross abzufangen. Probieren sie jetzt oben rum, kriegen da vielleicht ein bisschen Damage auf Tamir, der sich hier gerade auf dem Weg Richtung Mitte macht. Der sollte da vielleicht nicht zu weit allein nach vorne pushen, eben weil er den Pain Train in Anführungszeichen hinter sich her hat. Tate steht ein bisschen früher auf dem Punkt, allerdings hat dafür MIM ein bisschen früher ihren Close Point unter Kontrolle gebracht. Also ein Punkt Vorsprung für MIM. Ansonsten. Und der Moor kommt raus auf Tage. Der Damage passt nicht ganz. Das ist gerade das Problem bei den Sachen hier auf dem Keep. Ein Moor kann sich sehr, sehr schön dann noch zurückziehen und einfach das Line of Sight mit der Treppe an der Seite nutzen. Jetzt Tage relativ unversehrt aus dem Moor rausgekommen. Aber vor allem hatten wir da auch, glaube ich, nicht die volle Aggression. Asani hat sich dann ein bisschen zu weit auf die blaue Seite rüber gewagt. Muss jetzt aufpassen, dass er hier nicht gecatcht wird vom blauen Team. Wir sehen dann ein Portal von Asani zum Close Point. Oh, da wird jetzt ausgetauscht. Teja geht Richtung Mitte. Asani defendet jetzt so ein bisschen den Close Point. Bisher ist eigentlich noch nicht wirklich viel passiert. Jetzt haben wir den ersten Downset hier. Sizer ein bisschen Offpoint gegen Levin und passt der Damage. Wir haben in Dio Pain Rest. Nice, der Knockback hat es dann doch gebracht, dass Rom weg ist. Und natürlich auch Sizer hat sich jetzt nochmal geportet. Teja bewegt sich schon ein bisschen Richtung Close Point, dass in dem ganzen Chaos nicht noch ein Decap auf den Close Point kommt. Sie wollen Sizer down haben, sie haben Sizer down und wollen daraus jetzt die Überzahlsituation in der Mitte aufbauen und daraus ihren Vorteil ziehen. Und jetzt wird auch direkt mit allen gepusht. Wir haben Denshi auf dem Weg. Ist die Frage, wird er in den Midfight gehen oder will er den Farpoint pushen. Es sieht so aus, als würde hier wirklich jetzt 4 gegen 5 Leute von MIM sollen hier alles aufräumen in der Mitte. Und das ist das Problem. Sizer könnte jetzt theoretisch einfach Richtung Close Point pushen. Das weiß auch Teja. Teja zieht sich genau im richtigen Moment raus, wird jetzt allerdings sehen, dass Sizer sich auch Richtung Mitte bewegt. Dann haben wir wirklich 10 Leute, die sich hier rund um die Keep streiten. Hellseth ist der Erste, der da ziemlich low gegangen ist, zieht sich jetzt hier sehr, sehr schön raus. MIM darf nicht zu sehr hinterher pushen, weil wenn das passiert, könnte es sein, dass da jemand Offpoint ebenfalls gecatcht wird. Das ist jetzt gerade Asani passiert, der auf dem Weg nach oben an der Treppe hängen geblieben ist. Onat, oder Tamir setzt hier zu einem Rest an. Sehr, sehr schöner 4 mit dem Wolf. Dadurch ist der Rest überhaupt erst durchgekommen. Und jetzt hat Hellseth wieder in der Mitte. Asani jetzt mit dem Versuch, einen Counterburst zu bringen. Und nur Teja hat sich aktuell rausgezogen. Und das könnte jetzt fatal werden, eben weil MIM plötzlich in der Unterzahl ist in der Mitte. Eigentlich sind doch alle anderen 5 Spieler. Und da kommt hier jetzt die Macht des Entangle raus. Levin wurde gecatcht. Probiert er noch, um sein Leben zu dodgen. Und die Leute waren halt auch bei dem Versuch, Asani wieder hochzubekommen, in einer wunderschönen Position, um da ein bisschen AE anzubringen. Und jetzt kommt der Moor bei dem Rest von... Ja, der Moor wurde noch auf Onatha gemacht, aber falls ihr das nicht wisst, Leute, wenn ihr den Rest angesetzt habt, bevor ihr gemoort wurdet, könnt ihr immer noch weiter resen, nur nicht neu ansetzen. Richtig, und das war scheinbar hier schon genug,
um ihn hochzuholen. Sam allerdings ist jetzt ebenfalls down. Wenn der Guardian down ist, den wieder hochzuholen, das ist schwierig. Levin nutzt jetzt hier das Smoke Field, um ihn wieder hochzubekommen. Also sie schaffen es aktuell, die Restes anzubringen. Hellseth im Gegenzug jetzt aktuell down, aber auch der wird wieder hochgeholt. Also aktuell sitzen die Restes auf allen Seiten. Oh, und jetzt wird sich abgesplittet. Jetzt wird sich abgesplittet. Möglicherweise hier die Chance. Levin ist auf dem Weg, sich den Decap auf der Henchzone. Momentan noch keine Reaktion. Wir haben TR ein bisschen aggressiv, sollte unterstützen in dem Midfight. Das wäre auch möglicherweise nötig, denn Azani und Tamir sind down. Tamir, der Stomp wird kommen und auch Azani einfach beschäftigt an der Seite. Gerade von Rom, glaube ich, der Damage auf die Corps und bringt ihn damit down. Jetzt haben wir also jetzt Sizer auf dem Weg zur Mine. Taya war dank Fiery Grades, soweit ich es richtig gesehen habe, schnell genug. Und wir haben den doppelten Außenpunkte-Cap. Levin hat also jetzt einfach den Farpoint übernommen. Ich weiß nicht, warum er da sofort weggeht gegen Denshi. Zumindest ein bisschen kann er den Ede da unter Druck setzen. Genau, das wird er jetzt auch tun. MRM mit der leichten Führung, obwohl sie den Fight in der Mitte halt verloren haben. Es müsste jetzt schnell auf Farb rotiert werden hier aus der Sicht Decap, von MRM. Der Decap ist bitter. Hätte er das noch ein bisschen schneller geschafft. Ja, auch TCG muss jetzt schnell reagieren, muss ausnutzen, dass da noch der Respawn ist und vor allem, dass Sam fehlt. Tamir wird jetzt ja auch noch gleich auf den Punkt. Es wird Nütsche gehalten und dann wird sich der große Teamfight einfach dahin verschieben. Ist natürlich handlich für TCG, es ist ihr Close Point. Da muss jetzt auch geschaut werden. Sam verschiebt sich auch dahin. Also haben wir Teja und Rom, die Backpoints bzw. im Fall von TCG Midpoint halten und Levin. Levin probiert jetzt hier Sneaky sich hochzureißen, weiß, dass Sam auf dem Weg ist, nutzt das also vollkommen aus. Da könnte es zu dem Rest kommen. Sizer sieht es, aber kann nicht viel dagegen tun. Dafür Azani down, ebenfalls an einer guten Position gestorben, um sich da eventuell hochzureißen. Sizer geht jetzt hoch zu ihm. Ja, ich glaube, den werden sie nicht bekommen, den armen kleinen Messer hier oben. Aber immerhin Levin steht wieder. Jetzt von den Punkten genau 10 Punkte, die MRM sich hier Führung aufgebaut haben. Wie gesagt, sie kämpfen etwas unterlegen da an dem Farpoint. Oh, sehr schön hier, Red Levin gerade, oder nur Levin ist momentan, Hellseth gecatcht. Hellseth hatte sich oben auf die Seite bewegt und wird jetzt von Sizer auch beschützt. Dann wird die Gegenattacke, sodass Levin jetzt nicht weiter in die Offensive gehen kann. Muss sich da ein bisschen rausziehen. Wir haben durch die Storms, es sind nur noch 10 Punkte Unterschied hier. Das geht, gerade weil es auch der Close Point ist, in die Richtung für TCG momentan. Die Frage ist, wird irgendwann die Aggressivität von Rom kommen? Kann er die Geduld bewahren und einfach auf dem Midpoint bleiben? Weil ich glaube, auch Levin pocht so ein bisschen da drauf. Das ist so ein zurückgehaltener Teamfight, wirkt das hier teilweise. Wo die Leute einfach probieren, nicht komplett aufzugeben. Und möglicherweise, wenn da der Midpoint dann free ist, sich einfach zu entfernen und das so rumzudrehen. Jetzt haben wir Levin hier in der Mitte wieder down. Tamir setzt zu einem Rest an, nee. Aber da wird sehr, sehr gut gegengearbeitet. Denshi wurde gemohrt, um den Rest wirklich klar zu machen und dann eventuell ins Dom zu verhindern. Das hat eigentlich nicht gereicht. Schlimmer noch, Tamir geht hier auch noch down. Jetzt wiped hier MIM gerade so ein bisschen am Farpoint. Darum probiert Azani auch direkt wieder auf die Mitte zu engagen. Rom ist zu offensiv. Rom aus mit dem Blink und könnte eventuell durch die Rotation da einen Decap bekommen. Es ist knapp. Oh, Tage mit dem Fire Greatsword. Kommt nochmal der Knockback. Der Decap ist durch, ohne den Knockback. Und jetzt ist die Führung nur noch 2 Punkte, aber die baut sich jetzt wieder aus. Er verzieht sich direkt. Da muss irgendjemand Bankeriges auf den Punkt, wenn überhaupt. Wir haben immer noch den Decap. Sam hat es noch geschafft. Gerade dadurch, dass sich dann halt ein paar Leute von dem Punkt verziehen mussten, um dann vielleicht noch zu probieren, den Midpoint wieder in die eigenen Hände zu bekommen. Und jetzt hat Rom auch ein paar Probleme. Wird Offpoint einfach von Azani und Tamir ein bisschen rumgechased. Tamir sollte sich, glaube ich, zurückziehen und noch ein Auge auf den Closepoint halten. Und Azani wird dann wieder in die Aggressive gehen. Hellseth ist am Farpoint gerade down gegangen. Das heißt, das Erdwerk, der Fight, der eigentlich so verloren und auch Denshi läuft aktuell wieder gut. Und der Damage auf Sizer, er probiert zu resen. Für MIM. Das könnte hier gleich einen Komplett-Wipe geben. Tage ist wieder da, kommt jetzt noch ein Knockback, Ninja-Rest. Nein, der Damage ist zu viel. Rest-Banner kam noch raus, wer wurde damit denn hochgeholt? Niemand, es sollte. Warte mal, Rest-Banner, achso, für MIM. Warte mal, wir haben nirgendwo einen Warrior. War das der Standard-Stomp? Ja, es war ein Standard. Ja, das resettet manchmal. Okay. Wenn du Pech hast. Es war ein Standard. Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Warrior. Und ich gehe nicht weiter darauf ein. Wir kommen stattdessen so ein bisschen auf die Punkte. 250 zu 215. Läuft ganz gut für MRM aktuell. Sizer gegen Tamir in dem 1-on-1 hier auf dem Closepoint von MRM auf der Mine. Jetzt kommt Hellseth mit dazu. Allerdings auch Sam und Levin nicht weit weg. Das heißt, hier geht es jetzt primär darum, Portal zu defenden und outrotated. Jetzt ist Hellseth urplötzlich kurz vor vom Erdwerk und Taya muss da aufpassen. Denn er kriegt aber jetzt auch ein Portal von MRM kam, war aber nur bis zum Midpoint. Und da müssen sie jetzt schnell sein, dass da der Elementalist nicht noch durchgebürstet wird. Er macht einen wunderbaren Job hier gerade.
Das sieht sehr, sehr gut aus. MIM kommt rein. Und wir haben, glaube ich, nicht zu viel versprochen, wenn wir gesagt haben, das hier wird das spannendste Match, weil viel knapper kann das alles eigentlich kaum laufen. Wir haben MIM in der Double-Cap-Position. Die sagt ja auch nicht hergeben. Da wird ein bisschen Might gebufft auf beiden Seiten. Und jetzt geht es dann wieder an die Engages. Also man sieht da auch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Und dann kommt wirklich der Damage. Hazard steht da oben, probierte da ein bisschen Damage von der Seite reinzumachen, hat da aber auch keine wirkliche Ruhe. Jetzt haben wir einen Entangle mitten in der Gruppe drin. Das tut weh, das ist brutal, das trifft Asani. Ja, und der hat jetzt auch große Probleme. Ich weiß nicht, ob der Rest da kommen kann. Oh, nochmal die Mesmer-Ability, aber der Damage ist so viel. Der Rest wird abgebrochen. Nein, er wird aufgegeben. Da muss er einfach gelassen werden. Da können nicht so viele Cooldowns an ihn verschwendet werden. Ist es jetzt wirklich, wird es sich nochmal bewahrheiten? Wir haben ein bisschen, zumindest zeittechnisch, ein bisschen nach hinten geschobenes Zusammenbrechen von TCG. Nö, ist fast genau. Nee, normalerweise. Nach 8 Minuten, 14 mit plus 6. 8 plus 6 ist 14. Ach so, stimmt. Es passt genau. Okay, wir sind im Zeitplan. Sorry, ich konnte da gerade nicht rechnen. Aus irgendeinem Grund wollte ich uns 20 Minuten Spielzeit geben, aber wir haben nur 15. Und jetzt wird danach das wieder umgedreht. Es wird danach wieder umgedreht. Und Narfe ist jetzt noch auf dem Punkt. Wir haben nochmal die Vaporform von T. Er kann da möglicherweise noch der Rest kommen. Oder der Spirit sogar. Der Spirit ist ab. Wird der Spirit gezogen? Spirit wurde nicht gezogen. Ist er überhaupt ab? Nein, er hat ihn schon vorher. Oder war der das gerade? Ging der daneben? Wurde, glaube ich, interrupted. Moore auf Tamir jetzt noch. Der Decap ist durch. Wir haben aber eine gute Führung aufgebaut. Müssen sie jetzt irgendwie halten. Asani ein Weg, das zu halten. Ein Zwanier. Mehr Punkte reinbekommen, ist eine super Variante, um den Vorsprung auszubauen so ein bisschen. Selbst allerdings mit einem Zwanier würde der aktuelle Vorsprung nicht reichen. Also ein Punkt alleine auf zu defenden reicht nicht. Ja, auf der anderen Seite Chieftain, der wird ebenso schnell hinterhergelegt. Bietet sich an, nach einem gewonnenen Teamfight dann schnell. Oh, und Asani ist down gegangen. Asani ist beim Zwanier down gegangen. Und jetzt haben wir da auch noch Denshi. Steht jetzt Denshi den Zwanier, ja, und kriegt dann noch Asani rallied am Zwanier. Aber nichtsdestotrotz, das ist bitter. Das ist richtig bitter für MRM, dass da der Zwanier gestohlen wurde. Oh, sehr, sehr schön defensives Refuge hier, um den gemurrten Denshi da zu retten von Sizer. Und jetzt haben wir wieder das Umdrehen. Jetzt haben wir wieder TCG gerade in der Position, aber sie sind noch vor den 400 Punkten. Es ist noch nicht so gefährlich, dass hier nichts mehr passieren könnte, dass das nicht nochmal umgedreht werden könnte. Aber ich glaube auch, dass TCG jetzt um einiges defensiver spielen wird, als wir das normalerweise von ihnen gewohnt sind. Wir sind jetzt kurz davor, wirklich den Führungswechsel wieder zu erleben. Es muss irgendwo ein Decap her aus Sicht von MRM, weil wir gehen halt auch wieder auf die letzten 80 Punkte zu. Jetzt haben wir Punktegleichstand, jetzt die leichte Führung für TCG. Wie oder was probiert MRM hier? Asani macht sich auf den Weg Richtung Fahr. Wird da eventuell auch nur ein Portal droppen? Vielleicht probieren sie die Auto-Tate-Variante. Also wirklich Portal von Asani und dann mit 10, 20 Leuten da durchpushen. Mit 5 Leuten durchpushen durch das Portal, um damit auf den Farpoint zu engagen. Wir haben Levin auf halbem Wege verloren. Jetzt wird durchgepusht aufs Erdwerk. Sizer auf der anderen Seite probiert es Richtung Mine. Taya ist allerdings da. Er sieht's, geht sofort wieder raus. Asani steht auf dem Punkt. Rom ebenfalls. Ein bisschen was ist schon gedecapped. Da eventuell den ein oder anderen Knockback anzubringen, um Rom vom Punkt zu bekommen. Aber jetzt steht Denshi ebenfalls schon drauf und dann wird's wieder schwer. Ja, und Nath hat es nochmal geschafft, so gerade eben rauszukommen. Oh, wir haben ein Portal. Von wem ist das und wohin wird das führen? Hazard. Und hat die Leute Richtung Mitte, Richtung Klossbahn gebracht. Von der Mitte. Okay, jetzt aber auch noch ein 1v1. Könnte Thea hier möglicherweise was machen? Der Decap ist schon ziemlich weit. Ja, noch da fehlt einmal die Leute runter vom Punkt. Und wir hätten das zumindest. Wenn dann in der Mitte noch ein Decap käme. Ja, den mit Decap meinte ich gerade. Aber es könnte jetzt Sizers auf dem Weg zur Mine. Ja, und das sieht dann aus, als würde es das. Aber die Mine, da muss irgendjemand reagieren, sonst wird das der Cap und der eine Cap, wird das jetzt schon passen mit dem einen Cap? Die Mitte wird definitiv. Aber auch nicht, ja, und definitiv. Die Mitte wird auch nicht decapped. Also sieht es so aus, als hätte jetzt die letzten paar Punkte kommen noch rein von dem Midpoint und auch gleich von der Mine, weil niemand mehr von der Henge abzieht, werden reinkommen und damit sichert sich dann TCG auch das zweite Match und geht weiter in das Finale, bei dem sie dann auf Boon treffen werden. Aber es hat sich, was die Statistik angeht, wieder komplett.